Also das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade, wie ich finden würde. Also ich fände es auch sehr traurig, da jetzt halt wirklich alle so reden, als würde es halt stattfinden und man stellt sich halt als Sportler 100% darauf ein, weil sonst ja, würde man halt seinen Plan jetzt wieder ganz anders legen. Und es richtet sich ja eigentlich jetzt schon alles auf Olympia. Ich hoffe halt einfach, dass wir das Radrennen fahren können, so wie sonst auch. Also, dass da auch davor und danach nicht zu viel gemacht wird, was einen wirklich davon ablenkt, auch von dem, was man da eigentlich machen möchte. Wenn es sein muss, halt auch ohne Zuschauer, obwohl ich das eigentlich, glaube ich, wie gesagt, auch komisch finden würde. Aber es wäre dann halt einfach so, wenn ich dann jetzt nochmal weitere 3 Jahre warten müsste, wäre das ja schon sehr schwer. Ich meine, dann könnte ich es trotzdem nicht ändern, bis ich mich halt irgendwie damit abfinden. Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen und Finger, die ich habe, dass es in diesem Sommer stattfindet. Auf jeden Fall ging es schon so hoch und runter. Also einmal mit meinem Knie, das hat mich schon so ein bisschen, also hat mir einfach auch gezeigt, dass es sehr schnell gehen kann, dass es halt nicht mehr so, dass man nicht mehr auf so einem Hoch ist, sondern dass man auch ganz schnell wieder irgendwie zum Beispiel was hat, was einen dann irgendwie behindert in dem Ganzen. Sonst war man ja durchaus positiv, auch trotz Corona. Also ich habe das trotzdem irgendwie positiv erlebt. Wahrscheinlich, weil ich einfach Glück hatte, dass unsere WM noch stattfand und ich halt diese Erfolge einfahren konnte, was halt vielen anderen nicht so ging. Also für mich ist das auf jeden Fall sehr wichtig, da ich halt dadurch einfach auch eine gewisse Sicherheit habe, dass ich jetzt nicht durch zum Beispiel so eine Pandemie dastehe und überhaupt nichts verdiene. Also das ist halt für mich ja ein sicherer Arbeitgeber. Also ich denke auf jeden Fall, dass es mir sehr gut tut, wenn wir wieder Wettkämpfe haben. Und ich wollte auf jeden Fall nicht bei Olympia, wenn es halt so ist, dann am Start stehen und keinen Wettkampf vorher gehabt haben. Das wäre auf jeden Fall schon irgendwie komisch, da ich mich halt auch im Wettkampf nochmal ganz anders motivieren kann, als nur, also in Anführungsstrichen, nur im Training.